Hallo ihr Lieben und willkommen zu dem neuen Video. Wie versprochen, es geht mit den restlichen Pinkboxen weiter, die ich euch ja noch schulde. Ja, da hat man mal kurz hier zwischendrin mal fix das Bad geputzt, während jetzt das letzte Video hochgeladen hatte. Da ist gleich wieder hier abgesplittert. Ach. Ach, nee, naja. Kann man nicht ändern. Putzen muss ja dummerweise auch sein, obwohl ich eigentlich Handschuhe angezogen habe. Was soll's. So, wir kommen zu der Box Juli. Wenn ich mich recht erinnere, war ich von der nicht so ganz begeistert. Aber wir gucken nochmal. Man kann sich ja nun nicht alles merken, ne? Wo habe ich denn überhaupt? Da, alles gut, alles da. So, die ist in einem wunderhübschen Design, ne? Auch mit der Aufschrift Under the Sea. Also die Box ist so, passt auch, sehe ich gerade, passt auch sehr schön zu meinen Fingernägeln. Ne? In einem hübschen Blau. Und ja, als Zeitung ist mal wieder meine über alles gehasste Sofa drin. Ne? Mit dem wunderhübschen Preis von 2,80 Euro. Warum diese Frau hier drauf für mich, also ich habe ein Abtrockenhandtuch, das genau so aussieht. Warum die Frau mit einer Tischdecke oder einem viel zu großen Abtrockenhandtuch, Wischtuch durch die Gegend rennt, habe ich keine Ahnung. Es sieht furchtbar aus. Furchtbar. Es ist furchtbar. Und ja. Gut, dann öffnen wir das gute Stück. Karton bitte auch weg. Öffnen. Es war natürlich auch wieder liebevoll mit dem Schleifchen und hier mit unserem Herzchen aufkleber, ne? Also die Box, die ist wirklich so, ist es sehr, sehr hübsch. Ich glaube, das war die, wo die Rival de Loup drin gewesen ist. So, hier haben wir unser Heftchen. Hier war kein Schnickschnack irgendwas drin. Und wir beginnen mit der Nagellack-Serie von Annie, die es in diesen ganzen Farbnuancen gibt. Verschiedene Blautöne, also alles so, man muss wirklich sagen, so Meeresoptik. Na, das eine Blau, ja, das Blau sieht fast aus wie das, was ich hier trage. Allerdings, ich habe ja dieses Jahr ein Kiko-Jahr, ne, wer das Video gesehen hat, und das ist auch ein Nagellack von Kiko. So, da wollen wir doch mal sehen. Wir haben hier die Farbe. Das ist auch dieser hier. Na, haben wir hier die Farbe? Steht da was drauf? See You Soon ist das, die 397. Annie-Nagellack. Die Nagellacke von Annie überraschen dich mit ausdrucksstarken Farben, die das Farbspektrum des Meeres widerspiegeln. Mit dem extra breiten Fächerpinsel lässt sich der Lack Profi-Qualität problemlos, der Lack in Profi-Qualität, entschuldigt, problemlos auftragen. Die cremige Formulierung ist schnell trocknend und lange haltbar. Das Finish überzeugt mit höchster Deckkraft und einem traumhaften Glanz. Mit diesen Nagellacken werden deine Hände und Füße garantiert zum Hingucker. Diese 15 ml kosten 9,99 Euro. Ja, und wie gesagt, es sieht echt fast so aus, als hätte ich ihn schon drauf. Na, also ist der Farbe, die ich gerade benutze, sehr ähnlich. Habe ich den jetzt hier irgendwo? Ja. Na, also das ist die Farbe von Kiko. Und das ist die von Annie. Naja, ein bisschen. Der hier ist ein bisschen farbbläulicher. Farbbläulicher. Cooler. Naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Intensiveres Blau. Als der von Kiko, den ich gerade benutze. Was ist denn das überhaupt für einer? Das ist die 518. Habe ich hier diesmal aufgetragen. Ja. Ja, also, wie gesagt, das ist See You Soon, die 397 von Annie für 9,99 Euro. Dann. Wo ist sie? Habe ich die schon benutzt?
Warte mal ganz kurz, falls ich mal kurz aus dem Bild verschwinde, aber ich glaube, die habe ich im Bad. Ah, die habe ich schon im Bad, aber ich habe sie noch nicht benutzt. Schmeiß weg. Und zwar, ne, da zeige ich euch das Bild, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Und zwar ist drin von Alberte die Hydromaske. Die habe ich schon im Badezimmer, weil ich die schon benutzen wollte. Gemacht habe ich sie noch nicht, aber ich wollte sie schon benutzen. Die Hydromaske mit Aloe Vera und Calendula aus kontrolliert biologischem Anbau beruhigt und schenkt ein erfrischendes Hautgefühl. Sie ist speziell auf die Anwendung vor dem Auftragen des Make-ups abgestimmt, kann aber auch für den frischen Kick zwischendurch angewendet werden. Die feuchtigkeitsspendende Maske ist für jeden Hauttyp geeignet und die Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Und sie ist vegan. Diese 15 Milliliter kosten 95 Cent. Und wie gesagt, die habe ich schon im Bad. Weil die eine, die ich jetzt hier noch liegen habe, das ist die aus meiner Pink Panda. Ja, das ist die von Pink Panda. Nee, die habe ich jetzt hier nicht mehr liegen. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon das Rexona, was jetzt hier als nächstes, ne? Das ist schon wieder fast leer, weil ich das sofort gleich benutzt hatte. Aber wie gesagt, die Maske habe ich jetzt noch nicht gemacht, kann ich nichts dazu sagen im Moment. Ergo würde das im Aufgebraucht-Video hören. Dann kommen wir auch gleich zu dem Rexona, was ich schon wieder fast leer habe. Und zwar ist es das der Maximum Protection Fresh Deo Spray. Der perfekte Begleiter für heiße Tage steht hier. Dreimal Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung extra stark. Rexonas stärkstes Antitranspirant-Spray. Dank seines innovativen Wirkstoffes bietet das Deo-Spray zuverlässigen und langanhaltenden Dreifachschutz vor Achselnässe. Egal ob bei Stress, Hitze oder Bewegung. Die Formulierung ohne Alkohol ist dermatologisch getestet und die Hautverträglichkeit bestätigt. Perfekt für den Sommer, schweißtreibenden Beachvolleyball oder Matches. 150 Milliliter kosten 2,79 Euro. Ich muss sagen, der Duft ist sehr, ja, putrig. Also geruchsmäßig ist es nicht so ganz meins. Aber es ist noch sehr gut dafür, wenn man dann nachher noch anderes Parfum dazu trägt. Es ist natürlich mit Aluminiumsalzen, allerdings, ja, wer so ab und zu ein bisschen Nachrichten und so verfolgt, es hat sich ja nun herausgestellt, dass diese Aluminiumsalze wohl doch nicht so schlimm und krebserregend sind, wie sie nun vor ein paar Monaten noch alle behauptet haben. Heutzutage weiß man ja eh nicht mehr, was man wirklich glauben soll. Also so muss ich sagen, ich habe es ja jetzt schon eine ganze Weile in Verwendung. Und wie gesagt, es ist ja auch sogar schon fast leer. Und ich muss sagen, also eine direkte Schutzdauer steht jetzt hier nicht da. Also ich benutze es frühs und abends. Und ich muss sagen, es ist eigentlich sehr gut. Ne? Also gerade jetzt wirklich, wo es über 30 Grad gewesen ist und man auch noch draußen gewesen ist beim Arbeiten. Also es war schon sehr schön, es war sehr angenehm, es kam mir hier nicht die Arme runtergelaufen und nichts. Also es macht seinen Job wirklich sehr gut. So, dann kommen wir zu diesem niedlichen Schätzchen hier von Lord Barry. Ist es ein 20.100 Shining? Dieser Lippenstift hat es in sich. Er kommt in vielen sommerlich schimmernden Farben, daher die Lust auf... daher, Komma, ne? Immer sehr wichtig, Kommas. Die Lust auf mehr machen. Mehr, aber mit Doppel-E. Zusätzlich pflegt und beruhigt die reichhaltige Formulierung deine Lippen. Der Jumbo-Stift lässt sich übrigens ganz einfach mit einem Anspitzer wieder auffrischen. Okay. Dieser Stift kostet 20 Euro. Ja, das ist ja von Lord & Barry nichts Ungewöhnliches. Ich weiß, in irgendeiner Pinkbox war mal ein schwarzer Kajal drin, der auch übrigens sehr schön ist. Die sommerlichen Farben, also ich guck mal, steht hier eine Farbbezeichnung drauf.
Crayon Lipstick. Ja, das könnt ihr jetzt hier nicht lesen. Ich nehme mal einen Stifthülle ab. Vielleicht seht ihr es dann besser. Hier steht, dass es Antique Pink ist. Die Farbbezeichnung von dem hier. Ich werde den jetzt, wie gesagt, nicht benutzen. Weil die Farbe ist sehr nude und ich kenne da jemanden, der sich da dann ganz bestimmt darüber freuen wird. Das sind noch die ganzen Farben, die es dazu gibt. Also die gibt es auch wirklich noch in knalliger. Das ist die Farbe, die nun drin ist. In einem intensiveren Korallrot. Das hier drüben ist mehr lila. Also die gibt es schon in verschiedenen Nuancen, die auch wirklich sehr interessant, aber auch relativ nudig auch aussehen. Dann haben wir drin, also dieses schwarze Flitterzeug, was hier drin ist, das hinterlässt irgendwie immer so einen hässlichen schwarzen Krümelstaub drauf. Das ist irgendwie. Wir haben mal etwas von Bübchen drin, und zwar Sweet Vanilla Duschgel. Bübchen ist nur was für Babys, Pustekuchen. Das Sweet Vanilla Duschgel ist das Must-Have für alle Vanillelover. Natürliche Inhaltsstoffe bewahren den Feuchtigkeitshaushalt der Haut, pflegen sie sanft und hinterlassen einen zart-süßlichen Vanilleduft. Ob als Start in den Tag oder als wohltuende Entspannung am Abend. Das Duschgel verwöhnt jeden. Dieses Duschgel kostet 2,85 €. Aber wie gesagt, Bübchen ist ja wirklich eigentlich für Kinder. Und da ich so eine süße, niedliche kleine Maus bei mir eine Etage schräg unter mir habe, werde ich das ihrer Mama geben. Und die kann mir ja dann sagen, wie es ist, ne? Die Person weiß schon, wer angesprochen ist, ne? Also Lara muss mir das dann sagen, ne? Saskia, nicht du, die Lara. Und wer sie sagt, dann Auto. Ja, also das wird dann nachher auch weitergereicht. So, das war schon der Inhalt von der Box. Genau. Dann haben wir hier noch so nette, hübsche Sachen drin. 10 verblüffende Fakten über das Meer. Wo ist mein Taschenklimpi? Hier ist er. So, wir beginnen natürlich hier mit der Couch mit 2,80 €. Dann nehmen wir uns gleich nochmal das Bübchen für 1,85 €. Der Lipstick hier für 20 €. Meine Fresse. Also, das ist echt, naja. Ist Rexona. Das darf ich auch ja nicht so weit wegpacken. Das muss ich nachher wieder mit ins Bad nehmen. Für 2,79 €. Die Maske, die ich ja schon im Bad liegen habe, weil ich die nachher eigentlich machen wollte. Genau deswegen habe ich sie schon mit ins Bad geschleppt. Die wollte ich nachher noch machen. Deswegen bin ich auch relativ wenig geschminkt. Für 95 Cent. Oh, mein Babywürfel ist ja warm. Ach, mein armer kleiner Schatz. Der liegt ja neben mir und pumpt wie so ein Maikäferchen. Und der Anni-Nagellack in einem hübschen Meeresblau für die 15 Milliliter für 9,99 €. So, das war's. Wir sind bei einem Gesamtwert der Box von 38,38 €. Lustig. Das bedeutet, bei 14,95 € Ausgabe haben wir eine Ersparnis von 23,43 €. Ja, bei der Box, das war, glaube ich, die ich nicht so. Sie ist okay. Sagen wir es mal so. Es sind interessante Sachen drin. Und aber nicht ganz so, ja, wie gesagt, also ich würde nie für sowas hier, ich würde da nie 20 € ausgeben für einen Lippenstift. Aber wie ich immer sage, es ist schön, das dann mal testen zu können, auch wenn ich den jetzt hier verschenke. Ne? Aber es ist immer schön, solche Sachen mal testen zu können. Und ja, aber wenn man bedenkt, 23 € Ersparnis hier und wie viel waren es jetzt bei der August? Bei der August war ja der Gesamtwert 57 € von der Box. Ja, also wodurch ja wirklich eine Ersparnis von über 40 € hattest. Ist das schon also wirklich ein krasser Unterschied, muss man ehrlich mal schon sagen, was auch wirklich der Produkt, du hast ja einen gleichbleibenden Preis, aber der Produktwert in den Boxen ist wirklich extrem unterschiedlich. Die Ersparnis jedes Mal ist extrem unterschiedlich. Du hast eine Ersparnis, ja,
Aber es ist echt wirklich extrem, muss ich sagen, was der Unterschied dazu ist. So, kleinen Moment, ihr Lieben, ich packe das nur kurz mal wieder ein, beziehungsweise mein Rexona schön wieder nach hier drüben, weil dann werde ich euch auch gleich noch die Box aus dem Juni zeigen. Schwupp. So. Ja. Junibox. Da kommt die Junibox. So, die Junibox. Die Junibox war eine, auf gut Deutsch gesagt, stinknormale Pinkbox. Da kommst du her, du musst auch mit. Du gehörst dazu. Ja, eine ganz normale Pinkbox mit ganz normalen rosa Schleifchen und unserem schönen Herzchenaufkleber. Stimmt's, Hund? Ach Gott, naja, wenigstens wird man mal angeguckt. So. Und toll. 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 Ja, das ist die, die ich mit unten im Garten hatte. Leco mio. Mein Büchlein ist dazu nicht da. Eigentlich dachte ich, ich habe alles wieder eingepackt. Unten aus dem Garten. Wie gesagt, das war die, die ich mit runter in den Garten genommen hatte. Die wollte ich euch unten im Garten zeigen. Und dann, naja. Ach ja, kann man jetzt nur nichts zu den Preisen sagen. Schade. Aber wir haben drin enthalten von Parsa einen Puder- und Bronzer-Pinsel. War drin. Dann, auch das werde ich mit verschenken, wie ich ja in der Augustbox schon gesagt habe. Ich habe noch so viel, auf gut Deutsch gesagt, altes Sonnenschutzsachen, dass ich hier das jetzt nicht alles behalten werde, was jetzt hier in den Sommerboxen hier von drinne ist. Das ist von Ultra Sun Professional Protection. Das war auch gerade nicht günstig, da erinnere ich mich noch so einigermaßen dran. Lichtschutzfaktor 30, Family High Sun Protection, Sensitive Skin. 100 Milliliter sind in dieser Sonnenpflege drin enthalten. Hoher Schutz steht da. Naja, bei UVP 30, Lichtschutzfaktor 30, SPV, UVP, na genau, sind die, du bist auch bekloppt. Keine Ahnung, ich habe eins jetzt gehabt, irgendwie, das war Lichtschutzfaktor 50. Also denke ich, das ist also für mich ist das hier nur mittelprächtig. Es ist wasserfest. Ja. Ne? Mach's mal auf. Naja, sind ja auch, jetzt mache ich nicht noch die Verpackung kaputt. Ja, also so sieht der Spaß aus. Und hier ist sogar eine Anleitung, wie man sich eincremt. Ja, also wie gesagt, ich erinnere mich, es war nicht günstig, aber den genauen Preis kann ich euch nun nicht sagen. Dann haben wir drinne, der ist auch nicht gerade von der billigsten Marke, und zwar Tietz Trendy Cosmetic Desert Lush Sheer Lipstick. Der hat auch Lichtschutzfaktor 10. Calmy, creamy and comfortable. CCC. Ah, hier muss man wieder in einer Party feiern. Die Farbe ist im Übrigen diese hier. Ich will euch den Stift jetzt nicht nochmal aufdrehen. Ich hatte mir das schon angeguckt. In diesem Helm-Pflaume-Ton, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, die Verpackung war auch ganz hübsch. Ich kriege ihn nicht mehr auf. Also die Farbbezeichnung direkt, ich weiß, das fokussiert bei euch immer nicht. Ist Gant de Taupe. Ja, und wie gesagt, das ist die Farbe dazu. Ich glaube, der hat auch irgendwas zwischen 15 und 20 Euro gekostet, dieser Lippenstift. Ja. Und dann war noch drin, oder ist noch drin, eine Crememaske, in einer Tube von Yves Rocher. In 1 Crememaske. Und zwar ist das für die Haare, also es ist eine Haarkur, eine Haarmaske in einer Tube mit 35 Milliliter und
ganz speziell für koloriertes Haar. Deswegen werde ich die auch selber benutzen. Oh Leute, hier ist Party gerade. Entschuldigt bitte, das kommt von draußen. Ich habe die Balkontür nur angekippt. Ja, also wie gesagt, eine Haarmaske von Yves Rocher, speziell für gefärbtes Haar. Und dann war von, also das finde ich sehr interessant, das werde ich auch selber behalten, von Isana, und zwar Glow-Konzentrate, Beauty-Glamour, für jeden Hauttyp, fünfmal, also es sind fünf Ampullen mit je 2 Millilitern drin. So sieht das gute Stück aus. Wunderschön, ne? Also, ich komme am Wochenende jetzt erst wieder runter in den Garten. Normal müsste da das Ding sein, also hier die Auflistung von Preisen. Wenn ich das habe, werde ich das noch nachträglich in die Infobox einfügen. Aber wie man sieht, diese Ampullen sind alle für etwas anderes gedacht. Es steht allerdings leider jetzt so nicht da, was für was ist. Das werde ich euch da, also ich kann es jetzt hier nicht lesen, klar, ich kann die, oder warte mal, ich habe ja gesagt, ich behalte es, ich mache es mal. Ich finde auch, das sieht so richtig Galaxy-mäßig aus, hä? Mal sehen. Hier oben sind, also es ist wirklich, dadurch, dass es ja die Glasampullen sind, ist es auch wirklich hier nochmal richtig fest eingesteckt, damit nichts kaputt gehen kann. Das macht man dann hier so nach hier oben auf. Und hier haben wir dann die fünf Ampullen drin. So, da gucken wir mal ganz vorsichtig. Oh, die hat sogar so, seht ihr, das ist so richtig ein Glamour drin. Das sind richtig kleine Bläschen. Und zwar ist das ein Aloe-Konzentrat. Als mit Aloe Vera. Oh, ist das nicht geil, wie das funkelt. Oh, cool. Dann haben wir hier in einem undurchsichtigen Fläschchen ein Retinol-Konzentrat. Beauty Glamour. Dann nochmal ein so funkelndes. Achso, das ist nochmal ein Aloe Vera Konzentrat. Dann wird das hier noch einmal ein Retinol sein. Ja, das ist nochmal ein Retinol. Und mal gucken, was jetzt hier in der goldenen Mitte drin ist. Ach, auch nochmal ein Aloe Vera. Also dreimal Aloe Vera und zweimal Retinol Konzentrat. Erstmal hübsch einpacken, ne? Wir wollen ja nicht, dass es kaputt geht. So, ihr Lieben, und das war die Juni-Box. Ja, wie gesagt, Preise werde ich dann noch nachreichen. Wird allerdings, wie gesagt, erst am Wochenende, da sich dieses Heft dann rein theoretisch unten im Garten befinden müsste. Ist merkwürdig. So, was gibt mir danach immer zu denken, weil ich eigentlich echt sicher gewesen bin, ich habe mir das alles wieder richtig hübsch eingepackt, wo ich es mit nach Hause genommen habe. Was soll's? Ihr Lieben, ich hoffe, mein Nachreichungsvideo hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, wo es dann um die Pink Panda Box geht. Ne? Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.